Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Purpur. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Hallihallo, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Indigo-Blauen Scheiben-DLC. Ja, beim letzten Mal haben wir das dritte Mitglied der Top 4 dieser Region hier fertig gemacht. Und heute ist das letzte Mitglied dran. Aber wie immer haben wir vorher erst noch ein paar Pokédex-Einträge vor uns. Diesmal lesen die beiden auf meinen Schultern mal weniger vor und dafür ich ein bisschen mehr. Auf jeden Fall, wenn ihr die Einträge überspringen wollt, über mir Zeitstempel zum Überspringen. Und ich würde sagen, wir legen dann jetzt mit den Einträgen los. So, als erstes Flamly, das Küken-Pokémon. Flamly trägt einen Flammensack in seinem Bauch. Daher fühlt es sich so warm wie eine Wärmflasche an, wenn man es im Arm hält. Oh. Dann als nächstes Jungblut, das Jungvogel-Pokémon. Im Kampf lodert das Feuer in seinem Körper auf. Seine Tritte besitzen eine außergewöhnliche Zerstörungskraft. Und die letzte Entwicklung, Logok, das Großbrand-Pokémon. Es kann über 30-stöckige Häuser springen. Seine feurigen Schläge lassen seine Gegner in Flammen aufgehen. Also irgendwie glaube ich dir das mit den 30-stöckigen Gebäuden nicht, weil das wäre gewaltig hoch. Aber ja, wir lassen das mal so stehen. Als nächstes Plimpfer, das Pinguin-Pokémon. Plimpfer hasst es, wenn man sich um es kümmert. Es ist schwer, Vertrauen zu ihm aufzubauen, da es den Befehlen seines Trainers nicht gehorcht. Wie soll denn das funktionieren? Bliprin, das Pinguin-Pokémon. Jedes Bliprin geht davon aus, dass es das Wichtigste ist. Daher können sie keine Gruppen bilden. Dabei sind das die absoluten Einzelgänger in dieser Entwicklungsreihe? Impoleon, das Kaiser-Pokémon. Es vermeidet unnötige Kämpfe, ist jedoch die Sicherheit seiner Gruppe in Gefahr, zeigt es unten sich unerbittlich. So, als nächstes Endivir, das Laub-Pokémon. Mit seinem aromatischen Blatt ist es in der Lage, die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit seiner Umgebung zu messen. Dann Lorblatt, das Laub-Pokémon. Der Duft der Blätter um seinen Hals setzt bei jedem, der ihn riecht, neue Energien frei. Und Meganie, das Kräuter-Pokémon. Seinem Atem wohnt eine Kraft inne, durch die es abgestorbene Pflanzen und Blumen mit einem Hauch zu neuem Leben erwecken kann. Du würdest in dieser Welt sehr gut gebraucht werden. Als nächstes Feuerigel, das Feuermaus-Pokémon. Die Flammen auf seinem Rücken lodern am stärksten, wenn es zornig ist. Dadurch schüchtert es seine Feinde ein. Dann Igelava, das Vulkan-Pokémon. Das Fell dieses Pokémons ist nicht entflammbar. Feuerangriffe jeglicher Art machen ihm nichts aus. Und Tornupto, das Vulkan-Pokémon. Wenn sein Zorn das Maximum erreicht, wird es so heiß, dass alles, was es berührt, augenblicklich in Flammen aufgeht. Das Bild sieht auf jeden Fall geil aus. Im Übrigen, was aktuell angeht, habe ich alle Einträge, die ich momentan haben kann, geholt. Also hole ich mir eben kurz meine Belohnungen ab. Nochmal ein Ultraball. So, was ist meine Finalbelohnung? Weiß man nicht. Naja, jedenfalls liest jetzt Noir die Einträge vor. Viel Spaß, Noir. Na dann legen wir mal los. Das ist Bisasam, das Samen-Pokémon. Von Geburt an trägt es einen Samen auf seinem Rücken. Wächst es, so wächst auch der Samen. Dann als nächstes Bisasams Entwicklung, Bisaknosp, das Samen-Pokémon. Nimmt es Nährstoffe zu sich, wächst die Knospe auf seinem Rücken. Blüht diese auf, verströmt sie einen angenehmen Duft. Und als letztes Bisaflor, das Samen-Pokémon. Es breitet seine großen Blütenblätter aus, um im Sonnenlicht zu baden und seinen Körper mit Energie zu füllen. So Drim, du kleiner Schlingel, mach du mal weiter. Da bin ich jetzt mal dran. Das ist Pamflam, das Schimpansen-Pokémon. An seinem Hinterteil verbrennt es Gase, die im Bauch produziert werden. Geht es Pamflam schlecht, leuchtet seine Flamme weniger hell. Sag mal, furzt er sich an ein Leben? Als nächstes Pampyro, das Verspiel-Pokémon. Je intensiver das Blau in seiner Gesichtszeichnung und je größer das Feuer in seinem Schweif, desto höher ist sein Rang in der Gruppe. So als letztes Panferno, das Flammen-Pokémon. Es nutzt einzigartige Kampftechniken, bei denen es seine Hände und Füße im Flammen hüllt und stellt sich damit jedem Gegner. Na dann, Shining, macht das letzte Mitglied fertig. So Leute, das waren die Einträge für heute. Ich bin jetzt noch nicht im Bild, weil gleich eh eine Sequenz kommt. Bevor sich irgendwer beschweren will mit den vielen Einträgen. Leute, ich habe noch 53 Einträge zum Vorlesen vor mir. Ich gucke sogar, dass ich sie mittlerweile ein bisschen mehr durchpushe. Aber es sind halt noch verdammt viele Einträge.
Ich weiß nicht, ob wir die überhaupt während des DLC-Let's Plays durchbekommen. Jedenfalls, Top 4, wir kommen. Für das Pokémon, was links neben den Typen steht, ist übrigens die Titanenlegierung. Dann können wir in ihr das einfach einsetzen, dann entwickelt es sich. Ich habe übrigens in dem Gemeinschaftsraum mal ein paar Sachen gekauft, deswegen habe ich gerade wenig BP. Keine Challenge? Was? Ja, ich muss mein Team aber ändern, wenn das so ist. Kurz überlegen, wen ich ins Team hole. Ich würde einfach sagen, ich habe ja alle Starter. Warum nehme ich nicht einfach von denen welche ins Team? Lura kann ich nicht mit ins Team nehmen. Mein aktuelles Team packe ich mal dann so lange hier an die Seite. So Leute, ich habe jetzt mein ganzes Team angepasst, ausgerüstet etc. Es hat jetzt gerade eine kurze Weile gedauert, aber mein Team steht bereit. Nur aus Starter-Pokémon. Ich hoffe, die packen das. Also klar, ich habe hier auf jeden Fall Drachen-Pokémon vor mir, ne? Amaidon und Bolteros. Sollte im Bereich des Möglichen liegen. So, Eruption trifft glücklicherweise direkt beide. Und mit Präzisionsschuss nehme ich mal tatsächlich Ramaidon raus. Aber Präzisionsschuss ignoriert alle Devs-Fähigkeiten etc. Eruption! Aua. Ah, dafür haben die aber zum Glück auch nur zwei Pokémon stets, wie es scheint. Also hier seht ihr das nochmal. Unabhängig von Fähigkeiten oder Attacke, die Angriffe auf sich ziehen. Ah ne, das ignoriert nicht die Abwehr, das ignoriert sowas wie Angeberei oder so etwas. Wo ich dann gezielt irgendwen angreifen würde. Na gut, der Kampf ging ja, ne? Schon fies, dass ich nicht mein Hauptteam nutzen darf. Einer eiskalten Trainerin. Das ist doch schon ein Hinweis. Ich hab eben kurz zwei Feuer-Pokémon am vordersten Front. Eruption sollte ihr eigentlich regeln.
Ja, zwei Eis-Pokémon. Das ist dann damals aus der Region, wo es herkommt, ist halt ein Eis-Pokémon. So, neue Option. Gegen Jugend wurde ein Volltreffer gelandet. Und der wird jetzt auch drauf gehen. Okay. Die Kämpfe gegen die sind easy. Ich hoffe, ich darf danach mein Team nochmal zurückwechseln. Ich weiß gar nicht, was Hanna gegen Levi hat. Der ist doch eigentlich komplett in Ordnung. Also mit Elektro-Pokémon. Darauf kann ich mich auch einstellen. Da wollten die mein Wissen prüfen. Oh, und gegen meine Zone habe ich sogar einen Vorteil mit Tornupto. Ich habe nach wie vor die Option. So, ich bereite mal die Solarklinge vor. Ich will die mal sehen. Wenn ich wohl offenbar bei Magnezone ziehe. Fritz ist schneller down, als ich dachte. Okay, die Pokémon von denen sind ja vollkommen für... ja. Ich will es nicht aussprechen. Ich heile einfach Gewalt und dann sehen wir auf jeden Fall die Attacke. Ich habe eine Solarklinge halt noch nie eingesetzt. Geschweige denn gesehen. Ich pack mich übrigens schon mal aus dem Bild. Das ist Solarklinge, okay. Ihr wart ja komplette Pfeifen. Bitte sagt, ich darf zurücktauschen. Ja, die konnten nix. Ich will's noch ändern. Ja, ich bin bereit. Er könnte einer der heftigsten Gegner werden. Ja, mach ruhig. Ich werde wahrscheinlich eher die Subtypen ausnutzen als die Haupttypen. Weil gegen Drachen habe ich selten was. Libeldra und Dragoran. Die Beldra ist auch ein Boden-Pokémon. Da kann ich mit der Rankenkeule draufhauen. So, ich würde tatsächlich zuerst Dragoran rausnehmen. Genau deswegen.
Aua. Okay, die Vera hat es nicht gerettet. Gut. Ich glaube, ich heile einfach Espinodon. Maxax als nächstes. Das ist nur Drache. Mit ein bisschen Glück greift Libeltra wieder Espinodon an und endet am Beulenhelm. Eis ist halt sehr effektiv gegen Drachen. Es ist am Beulenhelm verreckt. Oh, die Breitseite. Du hast mir mehr geholfen als geschadet. Nochmal zwei down. Okay, der ist wesentlich einfacher als ich dachte. Gewaltro. Gewaltro ist kein Drachen-Pokémon. Citra-King schon eher. So, Großklingenstoß auf Citra-King. Espinodon heilig. Gewaltro ist nicht gefährlich für beide. Deswegen gehe ich auf Citra-King. Außer es hat eine Käferattacke, natürlich. Okay, abhängig davon, was der ruft, weiß ich, was ich rufe. Ich hole mal Skelecrock in den Kampf. Für Gewaltro. Und ein Elektro-Pokémon. Ein Elektrodrache. Ich habe erwartet, dass er da auch Terra kristallisiert. Ist doch meine ich sein letztes Pokémon, oder nicht? Okay. Es hat überlebt. Aber zum Glück bin ich jetzt ein Eis-Pokémon. Okay. Ich hätte auch auf Eishapfenhakel gehen sollen. Dann wäre das Pokémon jetzt down. Blättersturm. So, jetzt ist nur noch ein Pokémon da. Eigentlich kann ich mich wieder aus dem Bild packen. Weil der wird jetzt instant down gehen. Gewaltro hat hier halt überhaupt keine Chancen. Nur Ogerpon ist diesen Kampf einmal down gegangen. Alle anderen haben überlebt.
Natürlich, warum nicht? Ich mag Levi. Bei dem Drachenschrei weiß ich, dass ich das brauchte, um noch ein weiteres Pokémon zu entwickeln. Vorher konnte ich es nicht entwickeln. Okay. Okay, beim nächsten Mal fordern wir Jo heraus. Die Betonung liegt auf nächstes Mal. Ich suche jetzt ein bestimmtes Pokémon in der Box. So, ich habe das Pokémon gefunden, nämlich Sir Apfel. Das war das Pokémon, was wir beim der letzten Region bekommen haben. Und der gebe ich jetzt den Drachenschrei. Weil man muss dem Pokémon den Drachenschrei erlernen. Ich weiß nicht, ob man die Attacke einsetzen muss oder es reicht, wenn ich dem jetzt ein Level abgebe. Aber dadurch kann es sich entwickeln. Es reicht aus, wenn es die Attacke beherrscht. Ich wusste das dadurch, weil ich Kai gefragt habe, wie man an den Eintrag reinkommt, weil ich ehrlich gesagt nach einem Apfel-Item gesucht hatte und keines fand. Deswegen war ich verwirrt und habe dann nachgefragt. Und dann hat er gesagt, du brauchst den Drachenschrei. Den kriegst du, wenn du Levi besiegst. Das habe ich aber ihn erst gefragt, nachdem ich 2 Stunden verzweifelt einen Apfel gesucht habe. Jetzt hatten wir einen Hydra-Apfel. Hydra-Apfel, das Apfel-Hydra-Pokémon. Es entfaltet seine wahre Stärke, wenn sich die zusammennehmende launische Gruppe sogenannter Schlange ausnahmsweise mal einig ist. Boah, so ein Hydra-Pokémon stelle ich mir richtig heftig vor. Launenlaser? Okay. Das Pokémon ist stark. Na gut, ich pack's aber gleich wieder in die Box, nachdem ich die, hier fertig bin. Wie gesagt, beim nächsten Mal haben wir den Champion-Kampf vor uns. Dafür müssen wir dann hier zum Eingang. Dort werden wir hingehen. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wo wir Jo endlich zur Besinnung bringen. Ciao, Leute!